Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Sym... Nein, Tales of... Xyl? Tales of Fun? Nee. Ich bin mir gar nicht so sicher. Denn, ja, das können wir mal eben durchgehen. Mein Wumi wurde endlich... naja, nein, so kann man es auch nicht sagen. Mir wurde mitgeteilt, wie ich die Sachen, von denen ich schon ein paar Mal gesprochen habe, kriege. Und die habe ich jetzt bekommen. Zum Beispiel haben wir hier einmal... eine neue Frisur und neue Kleidung und so weiter für Saray und für alle anderen. Hier haben wir, also den haben wir eben schon gesehen. Hier haben wir Mikleo. Hier haben wir Alicia. Alicia Rose. Wir haben Lila. Wir haben eine neue Edna. Und, was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt, weil es irgendwie so gar nichts passt, ist, Dazzle. Weil ich kenne leider die anderen Tales of Spiele noch nicht. Und es gibt so ein paar, die ich mir auf jeden Fall noch anschauen möchte. Irgendwann in der Zukunft. Aber Tales of Symphonia kenne ich und deswegen erkenne ich diese Kleidung. Nenn mich nicht den auserwählten Idioten. Zelos Kleidung aus Tales of Symphonia. Also ich habe diese DLC-Sachen aktiviert. Das geht über diese Gegenstände hier. Über diesen Reiter. Hier gibt es noch mehr Sachen. Gerade die Plaudereien werde ich aber nicht... aktivieren, da ich gewarnt wurde, dass diese Spoiler enthalten könnten und deswegen werden wir das erst später machen. Okay, wir werden jetzt mal ein bisschen so rumlaufen, dann werde ich mir die schönste Kleidung aussuchen und die dann lassen. Edna zum Beispiel werde ich garantiert wieder auf das andere wechseln, weil ich das schöner finde. Aber das schauen wir dann mal. So, wir waren das letzte Mal hier und haben die Kardinalin besiegt. Ich kann still feel a presence yet in Pendrago. Und es wird noch mehr passieren. Da bin ich fest von überzeugt. Ich müsste vielleicht auch abbiegen. So, wir sind jetzt aber schon alle Level 30. Naja, alle ist gut. Mikleo und Lila natürlich nicht, aber der Hauptteil. Dann wechseln wir mal gerade wieder hier auf die klassische Konstellation. Und zeigen diesen Werwölfen jetzt mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. It's not often you see a seraph using a staff like a club. I mastered it while practicing with Saray. It's got the reach you'd need to win, since he's taller. That's not the reason why. But the height. That's not it. Okay, also es wurde auch es wird auch ein bisschen an der Musik gedreht. Das kann man sehen. Zum Beispiel hier steht's auch dran und da unten und hier. Hier sind überall Musiksymbole dran. Also ich vermute mal, dass da auch was an den Sounds, an der Musik gedreht wurde. Mit diesen Kostümen. Und ich muss sagen, also für einige davon gefallen mir extrem gut. Ich finde zum Beispiel das hier von Saray, beziehungsweise es ist ja nicht von Saray, aber also ich glaube nicht, dass es nicht von Saray ist, sondern wahrscheinlich aus einem anderen Tales of Spiel. Aber das gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Haben wir die anderen Windsachen? Wir haben alles geholt, ne? Oder? Ich meine, wir wären überall gewesen, da ich ja so ein Vollständigkeitserkunder bin. Das heißt, wir können... I'll say. You want to become stronger, huh? I didn't say anything. It's obvious. Oh. Okay. Also können wir jetzt einfach hier rausgehen und schauen, was uns dann in Pendrago erwartet, weil so ganz ohne Auswirkungen wird das, was wir getan haben, nicht sein. Wir müssen erstmal wieder diese Kirche verlassen, die ich irgendwie nicht wiedererkannt habe, als wir hier das letzte Mal reingegangen sind. Hey Dazzle, thanks for helping me out. With your help, we were able to win against Medusa. I only did my job. That goes for both of us. Nein, ich glaube nicht, dass sie nur ihren Job gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass nur du da, also das, was auch immer für du für einen Job hast eigentlich. Naja. Okay. Dann wollen wir mal. Saray, what of the Cardinal? No more. I see. You? We were able to convince the Emperor to believe us, but he wants to believe the Cardinal as well. To that end, he wanted an opportunity for both of us to have our say before him. The Cardinal's not gonna show.
Ups. There's a chance the knights might be labeled as assassins. Sorry. Why, there's no need for you to apologize. I'll take all the blame for it. Saray wasn't the one who killed the Cardinal. A professional assassin showed up. They whispered thusly, "May these weary bones find peaceful rest." But that's the calling card the Scattered Bones Assassin Guild leaves at the scene of their doings. Is this true? It is, right? The hell's wrong with you? Just say it. Yeah. I see. I shall report to my superiors about the Assassin's Guild. But to think they could carry out an assassination right under the Shepherd's nose. The Scattered Bones certainly exceed their reputation. I don't know. Oh yeah, I'm quite sure they'll be pleased to hear it. I couldn't save the Cardinal. I couldn't save anyone. It stopped raining. How about we take a walk around town? Also ich muss sagen, die Kleidung von Layla zum Beispiel passt ja ganz gut zu ihr, aber die von Dessel, die muss ich glaube ich relativ schnell ändern, auch wenn ich Zellos echt sehr gern habe. Aber das gehört eigentlich in ein anderes Spiel. Ja, wir haben hier so ein bisschen was verursacht, wie wir gemerkt haben. Durch den Tod der Kardinalin ist natürlich jetzt quasi die andere Partei weg. Mal gucken, was Sergei da noch jetzt für Probleme mitbekommt. Unternimm einen kleinen Spaziergang. Achtung, der 7. Zug wird ab jetzt die Straßenpatrouille unterstützen. Der 8. und 9. Zug auch. Hört gut zu. Der lange Regen hat endlich nachgelassen. Die Leute werden versessen darauf sein, rauszugehen und etwas Sonne zu tanken. Seid aufmerksam und denkt an die Grundlagen zum Umgang mit Menschenmassen. Deeskalation. Verstanden? Genau, Deeskalation. Das ist doch nicht schlecht. So. Dann nehme ich an, dass wir hier etwas haben, aber ich weiß noch nicht was. There are people you were able to save, Saray. And you got to see the shrine church, right? There's our touchy-feely Mikleo. Touch Leo. Hey, hey, God, knock it off. How long is this funk of yours gonna last? Rose. Nuh-uh, no sorries and no thank yous. You and I both just did what we could. Let's both of us keep doing our very best, okay? Okay. Okay is okay. And on that note, let's go rest up. I'm beat. Ach, guck an. An dem Halsband hängt ein Schlüssel. You're awake. Sorry, overslept. The Emperor seeks to rule directly. However, the diehard followers of the Cardinal have begun to act in very suspicious ways. So they're looking for a war, huh? And without their leader, there will be no one left to keep them in check. And so more will die. Not on my watch. I promise I can stop this war so that your efforts will not have been in vain. Thank you, Sergei. Now then. I don't know about you guys, but I'm starving. Let's see what the inn is serving. Of course he's hungry. He's done nothing but sleep. I'm surprised you slept. A so lot well. Has happened. Didn't hear Dezel grinding his for Saray. Oh yeah. Guess his spirit needed the sleep. Will he be all right? I doubt this is the last time this kind of thing happens. True. You coming?
Naja, alles nicht so leicht, alles nicht so einfach. Hä, warum sind wir denn jetzt schon wieder hier oben? Das finde ich eben irgendwo... Ach, wir haben uns ja eben bewegt. Also das habe ich gerade nicht so ganz mitbekommen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass das nicht unbedingt am Spiel liegen muss, sondern wahrscheinlich auch mit mir zusammenhängt. Denn... Achso. Ich bin etwas unkonzentriert. Hey, was Neues. Naja, ich bin etwas übermüdet, deswegen... Nicht wundern, bitte. Gut. Einmal zu Abendessen. Drago Stew. I'd give that one about a 70. Maven! I heard about the church. Word travels fast. It must be difficult being the shepherd. Yeah, in more than a few ways, but... I'm good. I'll make sure of it. I see. So, did you find anything out? Yes. Mautellus was not there. No? It's true. We went all the way to the back of the shrine. No dice. The Seraph Mautellus is shrouded in mystery. Some doubt whether or not he even exists. Achtet mal auf Lila. The Shrine Church has been able to promote faith in Mautellus all the way back to the era of Asgard. That wouldn't be possible without the blessing of an extremely powerful Seraph, don't you think? I believe that Mautellus really did exist and was supported by the people's worship. But then in that case, the problem is, when did he disappear? Well, he's a crazy powerful Mega Seraph with a blessing that covers the whole continent, right? When did he vanish? Same time his blessing went poof, I assume. You mean, the beginning of the Age of Chaos? Wait, if Mautellus' disappearance was in fact the cause of the Age of Chaos... Then if his blessing returns, that might put an end to it. Let's search for Mautellus. Hey, Pops, got any ideas? Well, aside from Mautellus' shrine church, there are four other shrines where the power of the five lords is said to reside. The trial shrines! We were gonna check those out anyway! Huh. Excellent! If you learn anything on your journeys, let us know. Sounds good. I'll try to trace the old legends as well. Farewell. Stay healthy. Thanks! Yep! I'll be sure to inform Agil and the rest of the guild that you are doing well, m'lady. I'm hungry. Looks like the two of them are starting to cheer up. Saray and Rose, I mean. Hope so. Saray does worry me sometimes when he bottles things up. He does, doesn't he? But so do you, Lila. Don't forget, we're here for you too. You're quite right. Thank you. That's lieb. Now, how exactly should we go about looking for the trial shrines? That mural in Tentagel could tell us the general locations, but... But beyond that, we're probably just gonna have to go and look for them. Seid ihr fertig? Gut. Hi. Der Hirte kennt Mautellus sicher, oder? Wenn ich den Hirten irgendwann einmal treffen sollte, werde ich ihn fragen, ob Mautellus überhaupt irgendwem etwas Gutes tut. Hm. Interessant. Aber das hier ist eigentlich viel interessanter. Die Heulsaison ist wieder da. Am besten sollte man sich nicht nach draußen trauen. Dafür ist das Leben zu wertvoll. Okay. Interessant. Oder so. So, einmal hier speichern bitte. Und dann... Huh. So where does one look for a wayward Mautellus? It'd have to be a place suitable as a vessel for one of the five lords. A clean and pure shrine. Or a vast natural landscape with no malevolence. Then a shrine of trials certainly sounds plausible. The shepherd disappeared for months. Turned out, he was on the lamb. Poor Lila. We'd probably drive her up the wall. I'm sorry. Seriously, it's okay. We've basically figured out the terms of your oath anyway.
Time to sing the Rat-Pig song! Rat-Pig, Rat-Pig, with ears so sweet! Oh, you mean when we talk about Mautellus? Rat-Pig, Rat-Pig, such tasty meat! Ugh, leave her alone. This is wrong in so many ways. We're not accusing you of hiding anything. Honest. That's right. And I can use the Flames of Purification, thanks to you. We'll find out for ourselves anything we truly wish to know. Thank you for understanding. Pathetic. You'd let anyone pull the wool over your eyes, wouldn't you, Shepard? You took the oath too, Dezzel? Why would... Ugh, damn it. Okay. Ich hab nicht so viel verstanden. Also ich meine, dass sie nicht über Mautellus reden will und so. Das schon. Aber... Oh, das ist eine einfache Quest. Besorgt ihr die restlichen spirituellen Kräfte. Ja dann, komm, machen wir mal eben. Dauert bestimmt nicht lang. Ah, sieh an. Jetzt haben wir wieder eine Nebenquest. Die finde ich interessant. Hier oben. Bist du nicht einer von den Typen? Doch, bist du. Agil, are you working? Yeah, data gathering. I need to meet with 5 informants by the end of the day. Sounds like a lot of work. Agil is like the eyes, ears, and brains for us scattered bones. So then, what are you, Rose? I'm the head. I'm the boss at any rate. A head, but not the brains. So you're the skull? Shut up! You're ruining my metaphor! Well, our boss is more like a goddess of victory. Used to be Little Miss Goddess, of course. Little Miss Goddess? Back when our old boss was around. He used to carry her on his back all the time. Those were good times, weren't they? Yep. Help our comrades and defeat our enemies. It was simple back then. So it was. But things have changed. In the underworld, information is king. Did you find any good leads? A couple. The one they call Shepard Malfour was originally a priest in the Church of Rolens. It seems he's angling to fill the power vacuum caused by the death of Cardinal Fortin. Figures. And then there's the business with the fake elixir. The Church can no longer ignore the situation, and they've started investigating the source. Then does that mean that the village chief of Gadadin will... Gadadin? Let me explain. I see. So that's what was going on. Agil, do you think the decision I made... The boss's judgment is the Scattered Bones' judgment. But it might require a bit of following up. Yeah. You're right. Let's head over to Gadadin and see how things stand. Thanks. Okay. Das können wir machen. Wenn die dem Papst mich jetzt auf die Schliche kommen... Ich weiß ja nicht. Wobei ich immer noch nicht verstanden habe und vielleicht ist das auch ein Punkt, warum da die Bosheit so ist. Und warum wir da nichts gegen gemacht haben. Wir haben einen Bewohner geläutert und dann sind wir gar wieder gegangen. Eigentlich müsste man da auch nochmal einen Seraphen suchen. Vielleicht ist das auch jetzt die Nebenquest, weil das Seraphensuchen scheint ja Nebenquests zu sein. Wie bei Lastenbell. You sure had a grim look on your face when we left Pendrago. I've got vengeance to seek in that town. Mhm. Spannend, interessant. Auf jeden Fall. Ich will's nur mal kurz gucken. Manno. Good darling. Schauen wir eben noch schnell hier vorbei. Is it just me? Or does the village have more malevolence than before? Yeah. I feel it too. Ich sag ja, wir haben nichts dagegen unternommen. Der Papst schien halt selbst gar nicht wirklich irgendwie böse. Ich weiß nicht, also das habe ich alles noch nicht so ganz. Are you looking for Chief Slenge? Yes. I'm an acquaintance of the chief and I'm sorry, but the chief is indisposed right now due to illness and will not be taking visitors. What? He is?
But be of good cheer! In the name of the Shepherd, I vow to heal this noble servant of the people! Oh, je. Oh, so you're the Shepherd, are you? Nothing escapes your eye, my lady. Indeed, I am the renowned, the incomparable Shepherd Melfor! Who can't see us in the slightest. All hail the mighty Shepherd. I can tell from your unique accoutrements that you wish you were a shepherd as well. Eminently understandable, but I cannot recommend it. The shepherd's life is one of solitude. He spends his days in constant battle, unappreciated by the world he cherishes. Okay? In any case, rest assured that the village chief is in the caring hands of Shepherd Melfor. Ich geb dir gleich. Do you think it's malevolence that's causing his illness? Is the chief even sick? I don't trust that guy. But we do know that the amount of malevolence in this village is increasing. Let's start by reviving the blessing of Gadadin. We can worry about the chief after that. Makes sense. That's the real shepherd's job, after all. Ja, und ich wette mit euch, der andere Typ wird seine Dings dafür bekommen. Die Anerkennung. Wobei bin ich mir gar nicht sicher, dieses Dorf kennt uns bereits. Das ist was anderes. Naja. Could we ask Axio for his blessing? He is a protector seraph, responsible for the trial. It's probably better to find someone else. Ich wollte auch ihn nicht fragen, keine Sorge. Ich wollte mich nur an dieses Speichersiegel stellen, weil ich Speichersiegel sehr gerne habe. So. An dieser Stelle möchte ich mich dann bei euch fürs Zuschauen bedanken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hier. Bis dann. Ciao.